Ich komme stolz rüber, komme Cäsars Legion. Und ich bin der Franzos, komm mit Napoleon. Ich bin Bauer, Schreiner, Fischer, Bettler und Edelmann. Sänger und Gaukler, so fing alles an. So sind wir an. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie viel im Internet unterwegs sind, so ich denke die meisten schon, dann wissen Sie, dass es mittlerweile Foren gibt, wo jeder zu bestimmten Themen seine Meinung äußern darf, ob gefragt oder ungefragt, einfach so. Und wir haben mal rumgeguckt, in diesen Foren ist also besonders beliebt, besonders bei den jungen Leuten, das Thema, welchen Vornamen gebe ich meinem Kind? Weil mittlerweile wissenschaftlich erwiesen ist, dass es Vornamen gibt, die finanziell und beruflich von Vorteil sind. Und es gibt eben auch Vornamen, die das nicht sind. Und ich als Lehrer weiß, wovon ich da spreche. Ich habe die morgens früh schon mal da sitzen.
dann weiß man das. Wir haben uns diesem Thema angenommen, weil ja immer gesagt wird, so Chorgesang ist nicht mehr aktuell, da werden nur Themen von 1920 oder was weiß ich besungen. Und wir haben also jetzt ein Lied im Programm mit verschiedenen Vornamen drin. Und falls jetzt diese Namen hier heute Abend bei Ihnen vertreten sind, ist das natürlich von uns so nicht gewollt und nicht beabsichtigt, sondern rein zufällig. Falls die Namen dann auch noch im negativen Zusammenhang genannt werden, dann trösten Sie sich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Gab ich ihren Kuss, doch es blieb nicht bei dem Ei.
rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind im siebten Himmel ja so nah. Ich habe dich gesehen und ich hab mir gedacht, so rote Lippen soll man küssen, Tag und Nacht. Also ich habe öfter Zugabe gehört. Ja, also. Wann war der noch an? Danke, alles klar. So. Ja, wir müssen mal kurz eben noch beratschlagen, was wir so machen. Falls Sie dann noch mehr vom Kirchen hören möchten, können Sie natürlich gerne am 15. April auch hier an diesen Ort kommen und uns beim Konzert dann lauschen. Wir haben noch ein Lied im Programm, was auch in Italien immer bei Frühlingsempfängen gesungen wird. Und wir haben das mit rübergebracht. Eigentlich ist es Südtirol schon, ne? Eher. Ja, Südtirol. Und das Lied, wie gesagt, auch in Italien, immer bei Frühlingsempfängen. Wir haben das da gehört und haben gedacht, das passt heute Abend wunderbar hierhin. Deshalb für Sie jetzt ein Lied aus Italien.